Hallo Freunde, willkommen zurück bei Blood Bowl, wo wir uns hier auf diesem hübschen Schiff zu versammelt haben, um die Warpstone Wanderers im Grund und Boden zu trampeln. Wie man sieht, hier stehen die Teams sich gegenüber, aber ich springe in den Bereich des Einlaufs jetzt mal, damit wir schnell anfangen können. Und wir möchten anfangen mit dem Anstoß. Doch, ja. Uns stehen, wie gesagt, die Warpstone Wanderers gegenüber. Mit denen hatten wir schon mal das Vergnügen. Die waren da kein so angenehmer Gegner. Außerdem ist es brüllend heiß. Was einen Abzug auf Pässe gibt, was natürlich prinzipiell für mich nicht so schön ist, denn wie jeder weiß, ich spiele sehr gerne mit Pässen. Hier haben wir unsere Außenflanke. Auch wir haben ja mittlerweile reichlich Blitzer zur Verfügung. Dann können wir die ja mit in die Mitte stellen, beziehungsweise suchen mit in die Mitte. Unser Werfer, du mit dem Zielsicherbonus. Und hierhin, da haben wir noch einen einzelnen Feldspieler. Der kann hier das Decken der Flanke übernehmen. Tackle und Blocken bei dem Feldspieler ist natürlich auch sehr nett. Hier haben wir nur Blocken. So. Ja, doch, wir ziehen. Wobei, nee, ich lasse die mal durch da. Das ist schon okay so. Kann ich wohl mit leben. Und Anstoß. Haust du den? Mit dem Ball zum Feind. Dann möglichst viel auf die Nase hauen. Aha, wir kriegen einen zusätzlichen Wiederholungsstiefel. Das freut mich, das ist ausnahmsweise, weil das so etwas für mich ausgeht. Meistens verliere ich da ja irgendwie immer. Und er blitzt gleich als erstes gegen unseren Oger und haut ihn dann noch zu Boden. Grrr. Holt sich da den Ball, ja, das ist jetzt nicht so überraschend. Geht zu. Und da hat sich einer auf die Nase gelegt, das gefällt mir. Und es steht auch noch keiner am Rattenoger dran, was auch sehr gut für mich ist. Und tendenziell hätten wir sogar die Möglichkeit, uns hier einfach an den dran zu blitzen. Aber wie mir scheint, hat der einen Bonus auf Stärke. Das ist natürlich nicht so cool. Aber unser Oger hat ja unterstützt. Steht mal auf. Steht mal nicht auf. Mist. Er hat nur unterstützt. Ich habe Blocken. Dann werden wir das mal direkt angehen. Ich möchte hier nämlich ein bisschen Freiraum schaffen. Unser Oger wollte nicht aufstehen, ja. Dann kann hier nämlich jemand zweifelsfrei einfach mal durchrennen bis dahin. Und hier kann noch jemand durchrennen bis dahin. Und dann könnte hier jemand mit Blocken sich an dem versuchen. Was hat er denn? Er hat Anstoß-Return-Wurf sicher und Ballgefühl. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann kriegt er jetzt einfach einen auf die Nase. Ich weiß, mir wird jedes Mal gesagt, ich muss ja gar nicht bis dahin vorgehen, aber das macht halt einfach Spaß. Und er geht ins Krankenhaus. Das heißt, es hat sich auch gelohnt. Und dann kann er sich nämlich hinstellen und sich hier den Ball holen. Und versuchen, noch ein Stück zu sprinten. Das Sprint mache ich vor allem deswegen, weil wir dann in Sicherheit sind. Er hat nämlich einen Geschicklichkeitsbonus. Er sollte das schaffen und er hat es geschafft. Sehr schön. Guter Mann. Er steht ja jetzt zwar ziemlich alleine, aber wir holen hier mal Verstärkung hinterher. Wir versuchen jetzt hier noch ein bisschen Randale. Oh, das scheint ein Starspieler zu sein, oder nein? Aber es ist jemand mit dicken Schulterplatten. Oh, das gefällt mir ja gar nicht. Und du stellst dich dahin, du stellst dich dahin und du musst mal hier mit hin, damit er hier noch keulen kann. Kann er hier nicht mit zwei Würfeln zuhauen. Und sich damit reindrängen. Dann hoffen wir einfach mal, dass die Gegner da ein bisschen gebunden sind. Und wenn sie wegrennen wollen, um da hinten anzugreifen, ein bisschen sich auf die Nase legen. Weil, ja, der eine, vor dem müssen wir nicht zwingend Angst haben. Ah, der hat es geschafft. Mist. Dann ist klar, was da jetzt kommt. Aber der Ball bleibt erstmal in unseren Reihen und er kann nicht nochmal blitzen. Oh, da hat jemand Knochenbrecher. Das ist natürlich auch nicht schön. Er hat wildes Tier. Das ist gut für uns. Au. So, wir sind dran. Aufstehen. Unheimlich wichtig. So, und dann. Er kann noch nicht. Hier müssen wir mal zusehen, wie wir den Ball dadurch bekommen. Du bist ein Blitzer auch. Er hat Stärkebonus und Unerschrocken. Das ist ja mal nicht schön. Wenn wir von hier irgendwie. Ah, auch nicht besser. Er hätte unterstützen, aber ihn kriegen wir da auch wohl nicht hin. Aber ihn könnte man zumindest hier mit hinstellen.
das gegebenenfalls nicht unterstützt werden kann. Das ist einfach nur ein Würfel. Unerschrocken und blocken natürlich selbst. Ja, wir hätten hier noch nicht mehr blocken. Dann stellen wir dich einfach mal mit da dran. Und zwar da, damit du unterstützen kannst. Wir haben einen Würfel. Ich habe hier noch jemanden, der sich nicht dahin bewegen möchte. Der möchte eigentlich einfach gleich hier mithelfen. Ne? Dann werde ich das hier wohl mit einem Würfel probieren müssen, damit wir das hinbekommen. Ist das okay? Ja, das ist okay. Möchte auch hinterher. Und jetzt habe ich noch nicht geblitzt. Das heißt, ich könnte den als Blitz aktivieren. Versuchen, hier zu bleiben und dann weiter dort rumzugehen. Das wäre jetzt mein Ziel. Und zwar gehst du... hast nur Ballgefühl. Ja, dann gehst du auf der Stelle zu Boden. Und ich versuche, hier durchzusprinten. Einfach mal probieren. Starspielerpunkte hat er ja schon. Und er schafft es. Bam! Touchdown! War viel Risiko, aber hat sich gelohnt. Da konnten wir daraus, dass er den Ball da nicht richtig rausbekommen konnte, aus der Ecke richtig Vorteile ziehen. Unsere beiden Mädels freuen sich. Da hinten ist auch ein Echsenmensch, der mit seinen Händen zusammenklatscht. Sehr schön. Ja. Und zwei schwere Verluste schon. Das heißt auch schon mal 4 Starspielerpunkte plus den Touchdown sind 7 Stück insgesamt. Und das ist ja irgendwie immer das Interessanteste, die Starspielerpunkte. Es hat sich damit dann gelohnt. Und ich würde sagen, wir behalten die Aufstellung so, wie wir sie gerade auch hatten. Einfach nochmal der Spaß. Aha. Mir scheint, er stellt jetzt sehr komisch auf. Er hat hier zwar noch einen Ersatzspieler, er hat aber auch nur einen Ersatzspieler noch. Gossenläufer, Werfer habe ich da ausgestellt. Ach, ich habe beide Werfer rausgehauen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Dann ist das ja auch kein Wunder, dass er jetzt so schräg aufstellen musste, weil das wird ihm auf jeden Fall wehgetan haben. Das Verteidigen beginnt seinen Zug früher und auch, das scheint, als wären wir jetzt dran. Und einer von uns könnte sich hier reinblitzen, ja. Dass ich blocken habe. Bist du mal damit hin? Ach, warum steht denn mein Werfer da? Warum habe ich da noch einen Werfer drin stehen? Oh, verdammt, das ist natürlich nicht so gut. Der hätte ja nicht, gar nicht mitspielen sollen. Und geht der mal hier mit hin? Einfach nur das abschließen. Du gehst damit hin. Da haben wir einen Stormwall und da möchte ich nicht reinrennen. Nein, ich glaube, dann lassen wir das einfach so, wie es hier jetzt ist. Sind hier schon wieder ein bisschen vorgegangen. Und dann fliegt der Ball dahin. Ich bin mal gespannt, wie er den sich vernünftig mit dem Spieler holen will. Da kommt der Rattenoge an zu mir. Ja, aber ich stehe noch und... Ja, jetzt bin ich leider draußen. Mist. Ja, der bleibt im K.O.-Bereich, damit kann ich leben. Da holt sich eine... Der hat einen Geschicklichkeitsbonus, der... Ne, das war meiner. Er hier hat sogar einen Bewegungsabzug. Pass verhindern, zusätzliche Arme blocken. Naja, zusätzliche Arme haben dafür gesorgt, dass er den Ball aufheben konnte. Na, immerhin. Oh, da haut er jetzt ganz schön rein. Ich hätte vielleicht doch nicht so offensiv spielen sollen hier. Aha, was kommt da jetzt? Er stellt dort zu. So, so. Und da geht er zu Boden. Sehr gut. So. Wir können hier wieder aufstehen, immerhin. Und unser Ogre könnte hier direkt zuhauen. Ich glaube fast, dass ich das auch als erstmal möchte. Ach so, weil wir unterstützen haben durch den Ogre. Ja, dann hauen wir erstmal hier zu. Ja, gehen wir auch hinterher. Dann geht hier nämlich auch noch einer zu Boden. So, dann der Ogre. Das wird durchaus riskant. Aber wir hauen ihn zu Brei hinterher. Ja, und sehr schön in den Ausbereich. Das ist viel wert. Und dann möchte ich hier eigentlich noch ein paar Spieler haben, einfach nur um die Flanke zuzustellen. Gehst mal dahin zurück. Ich habe noch gar nicht geblitzt diese Runde, oder? Ja. Das heißt, das könnten wir auch mal. Wir holen uns erstmal hier unsere beiden Spieler von hier mit rüber. Damit hin, mit Unterstützen ist er da sehr glücklich. Er hat nur einen Würfel dafür. Und er Ringen hat und wir blocken.
Wir probieren das einfach mal. Hauen ihn immerhin noch ein Stück zurück und können ihn vom Rattenoger entfernen. Jetzt komme ich da natürlich auch nicht mehr heile wieder raus, aber das ist ja nicht so wild. Mal sehen, was passiert. Der Rattenoger kann ja nur einen meiner Leute verprügeln. Und vor allem haben wir schon einen seiner stärksten Blitzer, also Stormwomans, rausgehauen. Es ist schon viel wert. Vielleicht schafft unser Ogre das jetzt nochmal, wenn da schon wieder einer neben ihm steht. Da ist der Balljunge, das sieht nach einem... Na, es sah erst nach einem Wurf aus, aber doch nicht. Stellt sich dazu und... Oho, da wir blocken haben, hat der Rattenoger sich scheinbar selbst zu Boden geschickt. Das gefällt mir. Du darfst gleich gegen den, aber nicht direkt. Nein, nicht direkt. Dann machen wir erstmal das hier. Um den hier wegzudrücken, ja. Und schwupp ist da schon wieder jemand nicht mehr im Rennen. Dann haben wir hier nämlich wieder zwei Würfel. Und möchten das wiederholen? Ja, danke. Puh, das war knapp. Und auch der geht raus, das ist gut. Hier wird es jetzt immer voller. Hier darfst du den und Kollegen über dir mit unterstützen, dann kann der hier direkt wieder zuhauen. So, und jetzt muss ich hier mal schauen, denn ich könnte natürlich hier wieder durchblitzen, das wäre noch ein bisschen riskant, aber man könnte ja mal auf die Idee kommen, so wie man mit... Es geht nur, weil dich da unterstützt. Ach, dann holen wir einfach hier jemanden mit hin. Und hauen dann so zu. Und schicken dich einfach dahin. Du bleibst zwar stehen, aber das ist ja egal. Wir könnten hier einfach aus Spaß und der Freude dran blitzen. Na, nicht so, sondern so. Bin ich mal gespannt, was passiert. Und bums. Und nach hinten und wir gehen hinterher. Und er... Fliegt auch erstmal weg, ja, sehr schön. Hier holen wir dich mal hinterher, denn als Werfer könntest du vielleicht noch den Ball bekommen. Und du... Ja, geblitzt habe ich schon, aber der stellt sich einfach mal dahin, um die beiden zu blockieren. Und du könntest irgendwie so... Hier mit hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler hat er noch auf dem Feld. Ja, das waren auch schon mal mehr. Da haben wir doch ganz gut um uns gehauen. Und das ist, dabei ist es jetzt erst seine fünfte und gerade unsere vierte Runde. Sieht schon hart aus. Und wir hatten Blocken. Muhahaha. Das sieht sehr gut aus für uns. Und du bist hier ein Feldspieler, der dem das ein Level abbringen könnte, wenn er gleich den. Aber erstmal wollen wir gucken, was wir hier noch an sicheren Blockversuchen haben. Dich zum Beispiel. Ja. Oder ich überlege, man könnte auch... Oh, du bist viel zu langsam. Du bist viel zu langsam, mein Freund. Wobei... Naja, ich habe da nicht genug Leute zum Zustellen. Sonst könnte ich mich einfach hinstellen, seine alle umhauen. Und dann bis dahin gehen. Aber das wäre, glaube ich, wohl... Schaffst du den hier? Das wäre so einer der interessanten Faktoren dafür. Du kommst da ohne Probleme, dann kannst du da nämlich unterstützen. Wir haben zum Glück Blocken. Könnten wir nämlich einfach hingehen, den Ball nehmen, was wir mit dem hier recht gut hinbekommen sollten. Und dann könnten wir ihn den Punkt machen lassen, denn er kann die Erfahrungspunkte halt auch gebrauchen als Werfer. Aber ich glaube, ich würde dann ein Rennen wollen. Und will ich noch ein Rennen nach? Wir probieren es. Ha, er schafft's. Okay. Dann war all der Stress unbesorgt. Dann kriegt unser Werfer schon mal seinen nächsten Level up zusammen. Das ist auf jeden Fall viel wert. Und knallt den Ball wieder in irgendeine lustige Richtung weg. Jetzt ist die Frage, stehen seine Leute wieder auf? Das wollte ich mir jetzt mal angucken. Ob da auf seiner Bank wieder... unsere Bank liegt noch einer flach. Und wir haben noch ordentliche Ersatzspieler. Jetzt kommen wir zu seiner Bank. Steht da jemand wieder auf? Nee, das sieht doch da. Ein Storm und Wyman bleibt liegen. Einer kommt wieder hoch. Ein Gossenläufer oder ein Feldspieler oder so. Also unterbesetzt müsste er deswegen noch nicht sein. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ja, da fehlen aber noch welche. Da kommen noch mindestens 3 Leute dazu. Und wir stellen uns jetzt mal hin und holen hier mal wieder einen Feldspieler statt dem Werfer da rein. Und nehmen das dann mal wieder an. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Er hat die volle Besetzung, aber das ist dann auch das Maximum. Alles, was wir ihm jetzt raushauen, längerfristig, ist auch wirklich längerfristig weg. Wobei die anderen beiden, die da außen liegen, wahrscheinlich zur Halbzeit wieder aufwachen. Trainer des anstoßenden Teams darf seine Spieler... Blablabla. Ich darf meine Spieler umpositionieren, oder was? Ich könnte meine Spieler umpositionieren. Aha, ja, das will ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich müsste noch... Die beiden kommen zur Halbzeit wieder. Das war das, was ich gerade sagen wollte. Und da ist halt... Müsste ich jetzt insgesamt 3 Leute wirklich dauerhaft raushauen, damit das Problem gelöst ist. Ja, da nutzt er seine Ratte, um mir einen Spieler dauerhaft rauszuhauen. Aber keine langfristige Verletzung, damit kann ich leben. Und da weicht er wieder aus, obwohl... Scheiße, ich habe den falschen Außen stehen. Verdammt! Da hätte jemand mit Tackle stehen müssen. Das ist schlecht, weil dann hätte er da ausweichen, nämlich gar nicht benutzen können. Der hat den Ball bei seinem Storm, weil man was natürlich schon hart ist, den wieder abzunehmen. Dem hat er auch ordentliche Sachen und Boni mit reingegeben. Du haust mich einfach mal nur zurück, damit kann ich leben. Ich will nicht, dass wir beide zu Boden gehen, da könntest du mir nochmal ordentlich wehtun bei. Und da hat er sich selbst hingelegt, sehr schön. So, dann wollen wir mal. Und zwar, wer kann aufstehen? Wer hat noch... Ne, der wird ja dauerhaft rausgehauen. Okay, dann kannst du einfach hier zuhauen, Ogerlein. Du wirst dich wohl oder übel um den hier kümmern müssen. Warum steht da denn überhaupt ein Feldspieler im Blitz? Der hätte da stehen sollen. Verdammt, was hat der mit meiner Aufstellung gemacht? Und wo ist mein... Hier müsste denn echt noch ein Werfer drin versteckt sein. Oder ist der gerade rausgefallen? War der Verlust hier ein Werfer? Ja, das war unser Werfer, der vorher noch Erfahrungspunkte gemacht hat. Der liegt jetzt im Krankenhaus. Na super. Wo sind die Leute, die ich brauche? Hier ist auch noch jemand mit Tackle. Aber erstmal könntest du dich selbst noch bewegen. Ja, aber... Doch, das geht sogar, weil er mindestens eine Runde flach liegt. Da habe ich oh Gott, was habe ich denn für eine Grautig aufgestellt? Da habe ich mir gar nicht aufgepasst. Du willst da mit rein, denn du hast unterstützen. Und du willst hier in deren Rücken. So, du möchtest hier jetzt dank unterstützen zuhauen. Und möchtest dann auch euch mit rein, ja. Ist damit hin, er muss hier zwangsweise die Stelle außen übernehmen und eigentlich möchte ich dann auch noch irgendwie so hier jemanden mehr mit haben. Und du gehst einfach damit hin. So, Runde beenden. Da haben sie mir schon wieder einen weggehauen. Jetzt steht er da draußen jetzt ganz alleine. Jetzt werden sie sich wahrscheinlich gleich einmal über meine Flanke blitzen. Perfekte Ballübergabe, aha, jetzt geben sie den Ball dahin weiter, ja, an den Werfer, der hätte da jetzt auch durchrennen und punkten wollen, ja, du bist ein Fänger, ja, das heißt, du wirst gleich den Ball aufheben machen, aber dafür möchte ich mir vorher eine Möglichkeit erarbeiten, daraus auch was zu machen, zum Beispiel, indem du hier aufstehst, aber das reicht mir dann auch, glaube ich, schon, dann gehen wir nämlich... Nein. Holst dir erstmal den Ball. So. Wiederhol das bitte, ja. Und dann sprintest du. Nein. Wir sind sprintsicher, oder? Ja. Das heißt, wir rennen hier einfach mal einmal einen weiter. Hat geklappt, sehr schön. Und dann stellen wir hier noch Leute drumherum. Haben wir nämlich den Ball hier und kommen dann vielleicht hier rüber. Wenn wir immerhin einen Werfer haben, einen Fänger haben, der den Ball hat. So, und jetzt hier zuhauen. Gegen wen möchten wir denn? Wer kann denn wohl? Na, fang du einfach mal an.
Ach, scheiße. Verdammt, er hat Ring. Das heißt, wir gehen beide zu Boden, ohne dass was passiert. Das vergesse ich immer. Ja, dich schubsen wir immerhin noch mal ein Stückchen weg und gehen hinterher. Haben wir geblitzt? Nö, das heißt, wir könnten tendenziell noch. Na, aber da wollen wir nicht blitzen. Ich glaube, wir möchten hier einfach erstmal zuhauen. Das wäre schon mal was. Kommst du irgendwie? Nein. Moment, wir haben hier ja noch einen, gegen den ich blitzen kann. Das reicht ja schon vollkommen. Dann schubst du ihn wenigstens wieder zurück zum Oger. Dann kannst du das hier mit einem Würfel auch noch probieren. Und möchtest nicht hinterher. Sehr schön. Dann wollen wir mal sehen, was die Skaven daraus machen. Immerhin haben wir ihn, obwohl ihr Anstoß auf den Ball abgenommen. Aber ich sehe auch, dass es dann eh. Okay, wir werden wohl nicht mehr punkten, weil wir danach nur noch eine Runde haben. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber immerhin können wir den Ball dann noch so lange halten. Vielleicht nochmal einen kleinen Wurf durchbekommen für einen Erfahrungspunkt oder so. Und oh, jetzt haben wir schon wieder die Möglichkeit dazu. Nee, da hat keiner mehr die Chance reinzukommen. Ja, was soll's. Da hätten wir eine Vierer-Wurfchance. Ja, das machen wir als letztes. Ganz, ganz am Schluss. Erstmal hauen wir hier wieder munter um uns. Leider ohne Erfolg. Ups, nicht den falschen klicken. Das wäre nicht gut für mich. Ach, da oben steht auch noch einer. Aber hier kann ja noch jemand aufstehen. Und dann kann er hier wieder zuhauen. Das ist eigentlich kein so schönes Ergebnis. Ich hätte ja gerne noch ein, zwei Ratten aus dem Gefecht geprügelt. Obwohl das hier unten für uns schon unheimlich gut ist, weil er gar keine Chance mehr hat, auch nur ansatzweise zu punkten. Und ich sehe gerade, wir haben keinen mehr, der entweder in Schlagreichweite steht. Wir könnten noch irgendwo blitzen. Wir könnten zum Beispiel versuchen, den kaputt zu blitzen. Indem wir uns da mit ganz vielen Leuten drumherum stellen. Wir haben hier alle Block, das ist also egal. Hätte jetzt einen. Und dann gleich sagen wir uns noch einen zweiten Punkt. So. Das hätte ich gerne wiederholt. Das hilft mir aber alles nicht weiter. Nicht hinterhergehen. Und dann versuchen wir einfach noch den Pass hier vorne. Oh, Pass vergeigt, aber es ist ja egal. Erste Halbzeit ist vorbei. Wir sehen uns dann in der nächsten Halbzeit. Bis dann, Leute. Macht's gut.